wo haben Sie die beiden fast in flagranti erwischt? Im Februar wollte ich sowas wie Kontakt wieder zu Johannes aufbauen. Ich hatte Theaterkarten besorgt und wollte ihn damit überraschen und mal ein normales Eheleben führen. Und ich bin in die Firma gefahren und in Johannes' Büro. Und da kam sie mir schon entgegen mit zerzaustem Haar und Lippenstift verwischt und die Bluse so weit offen. Ich meine, das ist doch wohl eindeutig, was da abgegangen ist. Gott, Sie spinnen doch. Ich meine, ich weiß nicht, mit wem Ihr Mann alles schläft, aber ich habe auf jeden Fall keine Affäre mit ihm. Ich habe dir da bereits gesagt, dass du dir da was einbildest, Gottverdammt noch mal. Ich habe keine Einbildung. Ich weiß doch genau, was ich gesehen habe. Ja? Schämen Sie sich doch nicht. Sie müssen doch mal diese Affäre zugeben. Jetzt ist es Ihnen natürlich peinlich, ja? Weil er sie gegen Christina ausgetauscht hat. So ist es nämlich genau gewesen. Das ist unfassbar. Und mit der Christina läuft ja auch was. Ja, mir fehlen die Worte. Tut mir leid. Und deshalb kommen wir mal wieder zu unserem Verfahren zurück. Wo waren Sie denn zum Zeitpunkt, als der Brand ausgebrochen ist? Also sagen wir irgendwo zwischen 21 und 22 Uhr. Ja, ich war um 21.15 Uhr noch zu Hause und habe dann die Kinder gepackt und bin ins Hotel Marienhof gefahren, ja. So steht es auch in den Akten. Und der Portier des Hotels Marienhof hat gesagt, dass Sie um 21.30 Uhr dort eingeschickt haben. Es ist ja alles nicht weit auseinander. Ihre Kinder haben bei der Polizei gesagt, dass Sie danach noch mal rausgegangen seien und etwa eine halbe Stunde fort gewesen seien. Wo sind Sie gewesen? Verdächtigen Sie mich jetzt? Oder? Ach, Sie brauchen nur meine Frage zu beantworten. Ich habe es mir nicht leicht gemacht. Nach all den Demütigungen, Vernachlässigungen, die Affären, die Jonas hatte, einfach die Ehe hinzuschmeißen. Und ich habe die Kinder aufs Hotelzimmer geschickt und bin noch mal raus, um nachzudenken. Und ich wollte nicht, dass die Kinder mich sehen, dass ich weine. Und ich habe mir einfach Gedanken darüber gemacht und wie ich weiter vorfahre. Und ja, nach 20 Jahren Ehen habe ich dann gesagt, es reicht, ich konnte nicht mehr und das musste ich dann noch tun. Ich musste Johannes verlassen. Frau Rudig, Ihr Ehemann ist ja der Überzeugung, dass es nicht die Kündigung gewesen ist, die fristlose, die die Angeklagte zur Brandstiftung veranlasst hat, sondern dass da noch irgendwas anderes dahinter stecke. Weil die Firma mit seiner unmaßgeblichen Mithilfe aber irgendwie es geschafft habe, ihn zu manipulieren und die Firma zu ruinieren. Haben Sie eine Idee vielleicht, warum die Frau Vogt sowas tun sollte? Ich glaube nicht, dass es Frau Vogt war. Ich denke eher, dass Christina da ihre Hände im Spiel hat. Ja. Absolut. Warum denken Sie das? Weil Christina war an diesem 16. Juni, die war so schadenfroh und es hat ja auch gefruchtet. Sie hat diese Sabotagevorwürfe aufgebracht und Frau Vogt wurde gekündigt und ihr wurde die Schuld in die Schuhe geschoben. Und ja, Johannes hat praktisch das getan, was sie wollte. Und ihr Weg war frei. Noch Fragen an die Zeugin Rudig? Dann habe ich direkt die Frau Koch dran. Ja, sehr gerne. Christina Koch, bitte, Frau Rudig, Sie nehmen bitte hinten neben Ihren Ehemann Platz. Die Zeugin bleibt unvereidigt. Frau Koch, bitte nehmen Sie Platz. Frau Koch, dass man bei Gericht die Wahrheit sagen muss, wissen Sie, und man das nicht tut, macht man sich strafbar, 55. Man kann immer dann schweigen, wenn man sich selber bei wahrheitsgemäßer Aussage einer Straftat bezichtigen müsste. Frau Koch, Christina ist Ihr Vorname, Sie sind 29, wohnen in Bergisch Gladbach. Was sind Sie vom Beruf? Textilmanagerin. Mit Angeklagten sind Sie weder verwandt noch verschwägert. Genau. Frau Koch, die Staatsanwaltschaft wirft der Angeklagten ja vor, als Reaktion auf die fristlose Kündigung ihres Chefs eine der Lagerhallen der Firma Textil Rudig in Brand gesteckt zu haben, mit der Folge, dass die anderen auch gleich mit abgebrannt sind. Das war ein Gesamtschaden von 1,5 Millionen Euro. Ja, da stimme ich auch zu. Aber ich glaube nicht, dass die Kündigung da der alleinige Grund war. Ich glaube, sie hat irgendwie was zu verheimlichen. Ja, saugen Sie sich mal was aus den Fingern. Ja, sie wollte dem Johannes, seit sie an der Firma angefangen hat, irgendwie was Schlechtes. Und warum glauben Sie das, Frau Wurth? Das haben wir jetzt schon häufiger gehört. Denn nach den Zahlen, das wissen wir, hat sie der Firma am Anfang ja unendlich genützt. Ja, das schon. Aber ja, das kann man schwer beschreiben. Sie hatte so eine komische Art. Sie hat
nie irgendwie was von sich erzählt. Und sie hat sich auch mit dem Team überhaupt nicht viel unterhalten. Ich habe sie nicht einmal bei einer Betriebsfeier gesehen. Sie hat ja. so ganz im Kleinen ihr eigenes kleines Ding gemacht. Deswegen setzt man natürlich und auch einen Betrieb in. Das war dann eben, die Firma runterzubringen und letztendlich abzufackeln. Aber aus welchem Grund? Das war meine Frage. Aus welchem Grund? Eben. Ich meine, Frau Koch versucht doch einfach nur, meine Mandantin in ein schlechtes Licht zu rücken, oder? Ja. Warum sollte ich denn das tun? Kann ich Ihnen genau sagen, Frau Koch. Einfach aus purem Neid. Frau Koch, Sie wollten doch unbedingt immer, und darauf haben Sie hinausgearbeitet, diese Stelle haben als Vertriebsleiterin mit Prokura. Mhm. Dann ist Ihnen meine Mandantin dazwischen gefunkt, nämlich sie hat diese Stelle bekommen. Und wollen Sie jetzt etwa abstreiten, dass Sie deswegen Streit mit Ihrem Chef gehabt haben, oder was? Ja, Streit kann man das jetzt nicht nennen. Wir hatten eine ganz kleine Auseinandersetzung. Eine Auseinandersetzung. Und da ging es auch überhaupt nicht um diesen Job, ja? Da ging es darum, dass ich ihm einfach mal die Augen öffnen wollte. Dass er dieser Frau, die jetzt erst seit einem halben Jahr bei ihm arbeitet, nicht so blind vertraut, die ganzen Freiheiten einräumt. Und ich meine, ich hatte ja auch recht, ja? Nachdem sie dann Vertriebschefin geworden ist, ging es ja sofort rapide bergab mit der Firma. Und das konnte einfach nicht mit richtigen Dingen zugehen. Also ich war mir sicher, dass sie da ihre Finger im Spiel hat. Also Sie haben gedacht, da ist irgendeine Sabotage, irgendwas stimmt da nicht. Sie sind dem nachgegangen, oder? Ich bin an ihren PC gegangen und habe mich so ein bisschen umgeguckt in ihr Mailprogramm. Ja, in ihrem Mailprogramm. Und da habe ich auch zufällig dann diese ganzen Anträge, Anfragen an uns gesehen, die alle in ihrem Spam-Ordner versteckt waren. Und ja, ich habe dann diesen Großauftragnehmer kontaktiert, diese Comfortable-Firma, die ja mit uns eigentlich diesen großen Auftrag fertig machen wollte und am Tattag noch abgesprungen ist. Und die haben mir dann nach einigem Hin und Her gesagt, dass da jemand ein neues Angebot geschickt hatte, nach oben korrigiert. Und das konnten sie einfach nicht annehmen. Ach, Frau Koch, das haben wir gerade eben auch schon von Herrn Ruttig gehört. Seltsam nur, dass dieses hohe Angebot, ja, von dem Sie gerade erzählen, von dem PC von Herrn Ruttig abgeschickt wurde. Ja, Lisa hatte ja auch das Passwort für den PC. Das meinen Sie. Und Sie? Das hat jetzt mit mir überhaupt gar nichts zu tun. Nicht? Sie hatte das Passwort, aber ich verstehe nicht, wie du so naiv sein konntest, dass du das dann alles noch gespeichert hast im Spam-Verdacht, anstatt zu löschen. Ach Gott, ich wusste noch nicht mal, dass es so einen Spam-Ordner gibt und deswegen habe ich da nie nachgeschaut. Jetzt im Ernst, wenn ich dir das vorenthalten wollte, warum habe ich es dann nicht einfach gelöscht? Ja, es ist eine ganz, ganz schwache Ausrede. Ich hätte den Spam-Filter getan, da hätte ich gar nicht reingeguckt. Das hatten sie sich so ausgedacht. Sie verschieben das Ganze in diesen Spam-Filter, damit sie hinterher notfalls irgendwie sagen können, oh, ich habe das gar nicht bemerkt. Ist mir durchgegangen. Warum sollte man meine Mandantin das denn tun? Wir haben bis heute kein Motiv. Ja. Bis jetzt nicht. Du würdest doch alles dafür tun, ja? Damit sie ausgeschaltet wird und die Bahn frei ist für Johannes und dich. Das habt ihr beide auch die Brandstiftung begangen. Ja, danke. Ich bin nur eine gute Freundin ihres Mannes, ja? Mehr ist da nicht. Hm. Und warum springst du dann zusammen mit ihm in die Kiste? Ja, setz doch mal auf. Also wie auch immer, das Thema möchte ich jetzt hier nicht vertiefen. Zunächst einmal würde ich ja unendlich gerne vertiefen, wer diesen Brand gelegt hat. Sie sind in der Nacht zum 17. Juni 2011 ja zusammen mit Herrn Ruttig an die Brandstelle gegangen. Wie war das für Herrn Ruttig? Leicht oder weniger leicht? Das war ganz schlimm. Also, er war total fertig. Er hat da gekniet vor den Flammen und geschrien und geweint. Und ja, ich konnte ihn überhaupt nicht beruhigen. Er wollte am liebsten da reinrennen und anfangen, Sachen zu retten. Dann hat er die ganze Zeit versucht, seine Frau anzurufen. Aber sie, ja, sie hat ihn ja vorher dann noch mal gerade eben verlassen. Was du bist du denn für eine Ehefrau, dass du ihn dann verlässt, ja, wenn es ihm so schlecht du geht? Du und er, ist doch ganz klar. Das ist doch schon die ganze Zeit abgelaufen. Wenn ich da irgendein Interesse hätte, dann würde ich mich doch jetzt nicht hier hinsetzen und sagen, dass da nichts war. Dann würde ich doch sagen, oh ja, stimmt, damit ich das noch so ein bisschen größer mache, die Kluft. Ja, stimmt. Doch, stimmt. Wirklich nichts dran. Nochmal zurück zu dem Zeitpunkt, als das Feuer gelegt wurde. Wo waren Sie denn am 16. Juni zwischen 21 und 22 Uhr? Also ich bin um 21.30 Uhr aus der Firma gekommen und dann übers Betriebsgelände, weil ich mich ja mit Johannes im Klaas treffen wollte. Und da habe ich dich dann nämlich gesehen auf dem Parkplatz. Ach, Frau Koch, jetzt erzählen Sie doch bitte hier keinen Müll. Ich meine, wenn das so tatsächlich so gewesen wäre, dann hätten Sie das doch mit Sicherheit nicht so hingenommen, oder? Schließlich soll meine Mandantin ja schon seit Monaten versucht haben, den Betrieb in den Ruin zu treiben. Und im Übrigen, aufgrund ihrer Kündigung, da hätte sie sich doch gar nicht auf dem Firmengelände aufhalten dürfen. Wieso sind Sie nicht hingegangen und haben irgendwie die Polizei oder was auch immer gerufen? Ja, das ist richtig. Da mache ich mir bestimmt die meisten Sie lügen Vorwürfe. Doch hier absichtlich. Ich lüge sagen Sie hier doch mal nicht. Die Wahrheit hier. Sie haben doch meine Mandantin überhaupt nicht gesehen, verdammt noch das mal. Das ist nicht wahr. Ich habe sie da gesehen. Ja, natürlich. Aber ich habe natürlich nicht gedacht, dass sie sofort alles in Brand steckt. Damit rechnet man nicht. Es war von Anfang an ihr Ziel, ja, Lisas Ziel, Johannes fertig zu machen. Das müssen Sie mir einfach mal glauben. Was für ein Interesse könnte die Angeklagte gehabt haben, Herrn Ruttig so zu ruinieren?
Keine Ahnung, vielleicht ist sie irre. Das wird immer schöner. Ich weiß es ja auch nicht, aber von Anfang an, das kann ich Ihnen sagen, von Anfang an hat sie versucht, die Firma in den Ruin zu treiben und Johannes fertig zu machen. Und es ist ihr ja auch geglückt. Ich meine, das macht man nicht ohne Grund. Vielleicht ist irgendwie eine frühere Geschichte, vielleicht kennt sie ihn von früher, da ist irgendwas Schlimmes passiert. Ich weiß es nicht. Aber auf jeden Fall ist klar, dass ich nicht da war zur Tatzeit, denn ich war ja mit Johannes in der Klasse. Noch Fragen an die Zeugin Koch derzeit? Dann möchte ich in der Tat direkt mit dem Ehemann der Angeklagten fortsetzen. Sven Vogt, bitte. Frau Koch, Sie nehmen bitte hinten Platz. Bleibt unvereidigt. Herr Vogt, bitte nehmen Sie Platz. Hallo. Herr Vogt, dass man bei Gericht die Wahrheit sagen muss, wissen Sie? Ist wenn man bekannt, das nicht tut, macht man Sie strafbar. Sven ist Ihr Vorname, Sie sind 35 Jahre alt und wohnen in Bergisch Gladbach. Was sind Sie vom Beruf? Ich bin Physiotherapeut und nebenbei noch Bademeister. Als Ehemann der Angeklagten haben Sie ein Zeugnisverweigerungsrecht. Das heißt, Sie können aussagen, das Schweigen ist Ihre Entscheidung. Und 55, man kann immer dann schweigen, wenn man sich selber bei wahrheitsgemäßer Aussage einer Straftat bezichtigen müsste. Vollkommen in Ordnung. Ich möchte aber auf jeden Fall aussagen, weil Lisa kann die Tat überhaupt nicht begangen haben. Denn an dem Tatabend war sie bei mir und in der Nacht auch. Das sagt sie auch. Wann ist Ihre Ehefrau bei Ihnen angekommen? Das dürfte so circa gegen 9:30 gewesen sein, aber sie hatte mich am Nachmittag davor noch angerufen und mir auch gesagt, dass ihr Chef sie bezichtigt, da die Firma sabotiert zu haben. Und ich kenne Lisa seit unserer Kindheit und sie ist alles andere als intrigant. Ja, sie hat sich sogar nach dem frühen Tod ihrer Eltern aufopferungsvoll um ihre kleine Schwester gekümmert. Sven, mein Privatleben gehört jetzt nicht hierher. Es stimmt. Haben Sie Angst, dass die Wahrheit rauskommt? Wussten Sie eigentlich, dass die beiden ein Verhältnis miteinander hatten? Wie frustriert und komplex behaftet kann man denn sein, dass man jeder Angestellte seines Mannes vorwirft, eine Affäre mit ihm zu haben? Die spinnt doch! Herr Vogt, der Geschädigte und andere auch, sind Sie sicher, dass Ihre Ehefrau von Anfang an diese Arbeit in der Firma nur angetreten hat und erst versucht, alles wunderbar gemacht hat, um Prokura zu bekommen und danach nichts anderes im Sinn hatte, als diese Firma zu ruinieren? Sowohl beruflich als auch privat. Das ist Schwachsinn, das kann unmöglich sein. Ich habe doch eben gesagt, dass Lisa am 16. Juni bei mir war und am nächsten Tag auch noch. Wie soll sie das dann also gewesen sein? Ich kann es mir nicht erklären. Herr Vogt, Sie lügen hier. Sie haben bei der Polizei... Ich lüge mit Sicherheit nicht. Herr Vogt, Sie haben bei der Polizei schon gesagt, dass sich Ihre Noch-Ehefrau bei Ihnen ausgeheult hat, telefonisch, kurz nach der Kündigung. Sie haben gesagt, sie hat bei Ihnen angerufen. Jetzt habe ich hier sämtliche Einzelverbindungsnachweise Ihrer Frau über die letzten 2 bis 3 Jahre. Kann ich dem nicht entnehmen? Ja, also... Ja? Ich habe ihn von der Telefonzelle angerufen, weil mein Akku leer war. Welcher Akku? Ja, vom Handy oder sonst wie, Frau Vogt? Das frage ich mich langsam wirklich. Vorsicht. Warum soll diese Frau ausgerechnet an diesem Tag, von dem wir heute reden, bei Ihnen gewesen sein? Ihr Verhältnis war doch schon lange nicht mehr eng, oder nicht? 2008 ist Ihre Frau nach London gegangen. Die war weg. So, 2 Jahre lang. Kein einziger Anruf. Kein einziger Anruf ist gekommen von ihr zu Ihnen. Sie hatten überhaupt keinen Kontakt mehr. Im Neujahr 2010 ist sie zurückgekommen. Da hat es auch vielleicht 1 oder 2 kurze telefonische Kontakte gegeben. Ich weiß nicht, was das hier für eine Rolle spielt. Was wollen Sie damit sagen? Dass wir uns nicht mehr gut verstehen können? Wir hatten unsere Eheprobleme, aber wir haben auch eine enge Bindung zueinander. Und auch als sie sich in London aufgehalten hat, hatten wir trotzdem noch guten Kontakt miteinander. Herr Vogt, Sie sagen hier ganz offensichtlich die Unwahrheit, weil Sie sich aus irgendwelchen Gründen noch Chancen bei Ihrer Noch-Ehefrau ausrechnen. Sie bewegen sich hier auf einem ganz, ganz dünnen Eis. Man wird Ihnen das nachweisen. Alles klar. Also, das habe ich nicht nötig. Lisa und ich, wir stehen uns sehr nah. Und das wird auch wieder was miteinander. Und deswegen brauche ich hier auch nicht lügen und mir eine zweite Chance zu erhoffen. Was redest du denn jetzt da? Also, ich weiß, ich war damals unreif. Ich wollte Spaß und Abwechslung. Aber ich kann gut verstehen, warum du dich von mir getrennt hast. Aber ich habe mich geändert. Ich habe mich für dich geändert. Ja. Ich bin jetzt Physiotherapeut und ich arbeite wirklich nur noch im Sommer als Bademeister. Sven, wir sind nur gute Freunde, ja? Aber seitdem du in Deutschland bist, ist der Kontakt doch wieder viel enger. Und nach dem Tod von Vanessa, das jetzt hat uns doch auch zusammengeschweißt. Ich liebe dich nicht und aus uns wird nichts werden. Lass deine Gefühle doch bitte einfach zu. Ihre Schwester hieß Vanessa. Wollen wir auch schon mal ein Gespräch von einer Vanessa. Das war ehemalige Angestellte und Geliebte des Geschädigten. Ja. Zufall? Frau Vogt? Ja, Zufall.
seltsamer Zufall, dass sie ausgerechnet, als vorhin der Name Vanessa fiel, so richtig von der Rolle waren. Auch Zufall? Du bist die Schwester von Vanessa. Ja. Ja. Vanessa war meine kleine Schwester, die du wie Dreck behandelt hast. Du mieses Arschloch hast meine kleine Schwester auf dem Gewissen. Wegen dir hat sie sich umgebracht. Frau Vogt, was hat Herr Ruttig mit dem Tod ihrer Schwester zu tun? Vanessa war Johannes Assistentin. Und die haben dann irgendwann eine Affäre angefangen. Und das erste Mal seit dem Tod unserer Eltern war sie wieder glücklich. Sie hat so viel durchgemacht und sie war depressiv. Und dann hat sie sich in diesen Mistkerl verliebt. Und er hat gesagt, er wird für sie seine Ehefrau verlassen, um mit ihm zusammenzuleben. Mir ist klar geworden, dass ich Marie liebe. Und das wird dir nach 6 Monaten klar. Du hast meine Schwester hingehalten und ihr dann Abfuhr erteilt. Und dann, um es noch dicker zu machen, hast du ihr auch gekündigt. Und ich hab in London nichts davon mitbekommen. Ich musste dann erst Neujahr 2010 am Telefon von Sven erfahren, dass Vanessa eine Überdosis Schlaftabletten geschluckt hat. Und das war der Grund, warum Sie Neujahr 2010 zurückgekommen sind aus London? Ja, ja, ich musste mich ja um die Beerdigung kümmern. Ich habe dann beim Ausmisten in der Wohnung Vanessas Tagebuch gefunden. Kennst du sie noch? Meine kleine Schwester. Darf ich vielleicht was daraus vorlesen? Bitte. Lisa, du hattest mit allem recht. Er hat mich nur benutzt. Ich kann nicht mehr. Ich brauche dich so sehr. Aber mit dir kann ich nicht darüber reden. Oder hier. Ich bin so allein. Ich komme ohne Johannes nicht klar. Was hält mich denn noch am Leben? Ich will nicht mehr leben. Und das alles wegen dir. Und kurz danach haben Sie sich als Vertriebsassistentin zunächst einmal bei Herrn Ruttig beworben. Sie haben sich also tatsächlich vorgenommen, deshalb ihn beruflich und privat zu ruinieren. Ja. Und als er mich dann befördert hat und mir sämtliche Befugnisse eingeräumt hat, dann konnte ich mit der Sabotage beginnen. Ich habe die Aufträge verschwinden lassen und hab dieses Angebot manipuliert und ich habe ihn dazu gedrängt, hoch zu spekulieren. Ich wollte ihn einfach fertig machen. Ich wollte seine Firma ruinieren und seine Ehe zerstören. Konnte ich so irren? Sie haben mich so in die Irre geleitet. Das war ja die reinste Show. Ach Gott, das war so einfach, sie zu manipulieren. Zerzauste Haare, verschmierter Lippenstift, offene Bluse, ein bisschen Parfum, Ohrring und Kondom und das hat gereicht. Frau Vogt, Sie haben mir das Leben und die Firma von ihm ruiniert. Und wenn ich jetzt von der Firma spreche, spreche ich zunächst einmal von dem wirtschaftlichen Bestand der Firma. Haben Sie ja auch die Brandstiftung begangen? Ja. Damit den Rest gehen. Das wollten Sie. Noch Fragen an den Zeugen Vogt. Herr Vogt, wollen Sie Ihre Aussagen wegen des Alibis zurücknehmen? Sie können es jetzt noch straffrei berichtigen. Dann. Sie waren nicht bei Ihnen, ne? Nein, das war sie nicht. Bleibt unvereidigt jetzt. Nehmen Sie bitte hier Platz. Werden Anträge gestellt? Schließe ich die Beweise auf der Mehrstaatsanwalt Römer.
Bundesgericht, es ist sicherlich tragisch, dass sich die Schwester der Angeklagten das Leben genommen hat. Da möchte ich Ihnen auch mein Beileid zu aussprechen. Ich glaube nur, dass der Weg, den Sie gewählt haben, um damit umzugehen und das zu verarbeiten, vollkommen falsch war. Vielleicht hatten Sie auch Schuldgefühle, weil Sie für Ihre Schwester nicht da waren. Sie waren in London, der Karriere wegen ist kein Vorwurf. Fangen Sie jetzt bitte nicht an zu weinen. Sie haben es jedenfalls alles auf den Herrn Rüttig geschoben. Und dann haben Sie ganz knallhart einen Plan gemacht. Und das ist monatelang so gegangen. Und sie standen eigentlich kurz vorm Ziel. Die Ehe ist praktisch ruiniert und das Geschäft ist auch ruiniert. Dann werden sie gekündigt und dann zünden sie die Bude auch noch an. Denn jetzt hatten sie ja keinen Zugriff mehr hier auf den Vertrieb und auf Sonstiges. Da haben sie ganze Arbeit geleistet. Und ehrlich gesagt habe ich zwar ein Geständnis von Ihnen gehört, aber richtige Reue sehe ich da noch nicht so wirklich. Vielleicht nutzen Sie die Chance, im letzten Wort was dazu zu sagen. Ob es dann für eine Bewährung reicht, würde ich zu bezweifeln wagen. Bei dem Sachschaden von 1,5 Millionen Euro, bei der ganzen Vorgeschichte, bei dem, was Sie sich geleistet haben, halte ich eine Freiheitsstrafe von 3 Jahren für Tat und Schuld angemessen. Und ich weiß nicht, ob man das ganz anders sehen kann. Vielen Dank, Herr Staatsanwalt Römer. Herr Rechtsanwältin. Also bis auf den Antrag, Herr Römer, haben Sie recht. Das Motiv meiner Mandantin war kein schönes Motiv und ist auch nicht entschuldbar. Allerdings muss man eins sehen, meine Mandantin wollte lediglich, und das lediglich in Anführungsstrichen, die Ehe zerstören, das Leben zerstören, den Betrieb zerstören. Meine Mandantin wollte allerdings nicht den Betrieb in Brand setzen. Sie ist plötzlich gekündigt worden, nämlich deswegen, weil Frau Koch und Herr Rüttig das alles aufgedeckt haben. Sie hat diese Tat nicht geplant. Was sie geplant hat, ist tatsächlich, das Leben insgesamt zu zerstören. Sie hat eine Affekthandlung begangen und man muss sich einfach mal die Psyche vorstellen, Herr Römer. Sie ist in der Tat, hat sie sich dafür schuldig gefühlt, dass sich ihre Schwester das Leben genommen hat. Also ich muss ganz ehrlich sagen, ich muss auf die Milde des Gerichtes plädieren. 1,5 Jahre auf Bewährung auszusetzen, denke ich, ist angemessen. Danke. Vielen Dank. Sie haben das letzte Wort, Frau Vogt. Ich verzichte. Das Gericht zieht sich zur Beratung zurück. Im Namen des Volkes ergeht folgendes Urteil. Die Angeklagte wird wegen Brandstiftung in Tateinheit mit Zerstörung von Bauwerken zu einer Freiheitsstrafe von 4 Jahren verurteilt und sie trägt die Kosten des Verfahrens. Bitte nehmen Sie Platz, meine Damen und Herren. Also über Bewährung, Frau Vogt, wollen wir hier aber definitiv nicht reden. Und wir haben uns bei der Beratung sogar überlegt, weil wir können als Schöffengericht nur die Höchststrafe von nur 4 Jahre verhängen. Die Höchststrafe wäre ja übrigens 15. Ob wir nicht zum Landgericht verweisen. Frau Vogt, das ist eine Art der Rache, die Sie hier ausgeübt haben, die auch etwas damit zu tun hat, dass Sie sich selber ja auch etwas reinwaschen wollten. Sie waren des Berufes wegen in London, haben nicht so besonders mitbekommen, wie es Ihrer Schwester gegangen ist. Nur jetzt die Schuld ausschließlich bei Herrn Rüttig zu suchen, das geht nun wirklich auch nicht. Ihre Schwester war jung, schön, aber sie wusste, dass Herr Rüttig verheiratet ist. Dann haben Sie halt ein Techtelmechtel angefangen, gut. Nur das Risiko, so, dann hinterher sagt doch, ich habe Frau und Kinder. Das ist bei verheirateten Männern immer da, dass sie sich an diese Tatsache erinnern, wenn auch gelegentlich etwas spät. Das ist das große Problem, was sie dann gemacht haben. Und diese Rache geht so über das Normale einer Rache hinaus. Das Ganze ist so lange, so ausführlich, so genau und so zielgerichtet gewesen, dass ich über eine mildere Strafe in dem Fall für Sie nicht diskutiere. Mögen es andere entscheiden. Gegen dieses Urteil gibt es das Rechtsmittel der Berufung oder der Revision einzulegen binnen einer Woche ab heute. Die Verhandlung ist geschlossen.